Meine sehr verehrten Damen und Herren, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie alle heute hier in der Kunsthalle Recklinghausen begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Nico Antlam, ich bin der Direktor der Städtischen Museen Recklinghausen und der Leiter der Kunsthalle. Und der Tag heute ist in vielerlei Hinsicht ein besonderer Tag. Erstens wissen Sie alle aus den Nachrichten, dass wir mit schwierigsten Bedingungen im Augenblick auch wieder im Kulturbereich arbeiten müssen. Und insofern bin ich glücklich und froh, dass wir diese gute Lösung heute hier haben finden können, in enger Zusammenarbeit mit der Stadt, dass wir hoffentlich einem möglichst breiten Publikum Teilhabe an diesem Abend bieten können. Und wenn ich hier so in die Runde schaue, dann scheint es, dass ich niemanden daran erinnern muss, dass Sie bitte die Masken auch drin, trotz unserer Wärme, auflassen. Dieser Tag ist insofern ein ganz besonderer Tag für mich, weil einige von Ihnen mich jetzt vielleicht schon mal in dem einen oder anderen Zusammenhang haben kennenlernen dürfen. Sie haben mich aber bisher, und das ist eventuell gar nicht aufgefallen, das ist umso besser, Sie haben mich noch gar nicht als Kurator kennengelernt. Sie haben mich bisher eigentlich nur als Museumsdirektor kennengelernt, aber Sie haben noch nicht gesehen, wie das eigentlich aussieht, wenn ich hier für uns in Recklinghausen unsere Räume bespiele. Und dass die erste Ausstellung, die kuratorisch aus meinen Händen kommen kann, der junge Westen sein darf, ist im Zusammenhang von Recklinghausen natürlich eine ganz besondere Ehre und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Kunstpreis Junger Westen 2021, Zeichnung, Grafik und Fotografie. Ich begrüße ganz herzlich zu diesem Anlass unseren Bürgermeister Herr Tesche. Schön, dass Sie hier sind und dass wir hier alle zusammen in dieser Stadt heute hier zusammen sein können. Ich begrüße Dr. Lucke von der Sparkasse Vest und begrüße auch vor allen Dingen 16 wunderbare Künstlerinnen und Künstler, die heute mit uns hier sind. Ich begrüße auch Sie alle und freue mich auf einen Abend mit Ihnen, den wir in untereinander mit dem gebührenden Abstand hoffentlich trotzdem so begehen können, dass er dem Anlass gerecht wird. Der Junge Westen hat, und das muss ich Ihnen gar nicht sagen, eine lange Tradition in dieser Stadt. Und mir steht es jetzt heute zu, dass ich für die Jury sprechen darf und dass ich Ihnen nach dem Bericht der Jury kurz noch zwei Worte sagen möchte, was der Junge Westen heute auch noch bedeuten kann und bedeuten wird in Zukunft. Zum Bericht der Jury. Der Jury gehörten für den Kunstpreis Junger Westen 2021 an Jan-Paul Evers, Kunstträger Junger Westen 2015, Christina Landbrecht, Programmleiterin Kunst der Schering-Stiftung Berlin, Norm Mertens, Direktorin des Kunstmuseums Bochum, Vorsitzende der Jury, Dr. Annette Reckert, Kustodin, Kupferstichkabinett Kunsthalle Bremen, Christoph Tesche, Bürgermeister der Stadt Recklinghausen, Holger Freitag, Vorsitzender des Ausschusses für Kultur, Wissenschaft und Stadtgeschichte der Stadt Recklinghausen, Kerstin Weber, wissenschaftliche Mitarbeiterin als Vertretung und ich. Beworben hat sich für 2021 in den Bereichen Grafikzeichnung, Fotografie 483 KünstlerInnen. Teilnehmen konnten sie ab dem Jahrgang 1986 einschließlich. Voraussetzung war außerdem ein Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland oder die deutsche Staatsbürgerschaft. Nach dem ersten Durchgang verblieben 52 KünstlerInnen im Wettbewerb und die Jury bestimmte im zweiten Durchgang 16 KünstlerInnen für die Teilnahme an der Ausstellung. Diese sind, und damit gratuliere ich auch diesen allen schon ganz herzlich, Ann-Josefin Dietz, Rahl Götsch, Jonas Habrich, Damaris Kerkhoff, Jiwi Lee, Donja Nassari, Nico Pachali, Marilena Rapprich, Morgan Schäfer, Cordula Schieri, Birgit Schneidereit, Isabel Schulte, Yui Tombana, Joanna Tuzarova, Wladimir Unkovic und Philipp Valente. An dieser Stelle können wir diesen allen schon mit einem Applaus gratulieren. Applaus
nebenbei 483 Bewerbungen durchschauen. Also ich glaube, wir haben 12 Stunden gesessen. Tatsächlich 12 Stunden. Und es war, hat sich gelohnt. In der folgenden Runde kamen 9 KünstlerInnen in die nähere Auswahl. Jonas Habrich, Jibi Lee, Donya Nassari, Nico Pachali, Marilina Rapprich, Berit Schneidereit, Isabel Schulte, Wladimir Onkowitsch und Jona Tuzarova. Und nach intensiver Diskussion, die sich zuletzt auf Jibi Lee, Nico Pachali und Jona Tuzarova fokussierte, wurde Jibi Lee mit 6 Stimmen und mit 6 Stimmen für die Kunstpreisträgerin 2021 gewählt. Da noch einmal ein großer Applaus. Und damit begrüße ich hier auch in der ersten Reihe Jibi Lee nochmal ganz herzlich bei uns in Recklinghausen. Soviel zum Bericht der Jury. So, der junge Westen, was können wir uns denn darunter vorstellen, dieser Gruppe, die hier so alles im Guten überschattet von der Kunsthalle, alles ist mit dem jungen Westen verbunden. Was kann der junge Westen 2021 denn überhaupt bedeuten? Und mir bedeutet das vor allen Dingen, dass ich versuche mit euch allen, die in dieser Ausstellung sind, Gemeinschaften zu bilden, Community Building zu machen, dass wir gucken, wie wir die nächsten Jahre zusammen, wie ich euch begleiten kann, wie wir uns gegenseitig unterstützen als Kunstszene, als Künstlerinnen und Künstler, die etwas schaffen und ich als Kunsthistoriker und Kurator, der mit euch den Weg gehen will. Und wie hat der junge Westen das in seinen Anfangsjahren gedacht? Ich zitiere: Zwar aller wahrhaften Kunst und in der abstrakten gleicher Weise wie in der realistischen vollzieht sich echte, zugleich zeitbedingte und ewige Wirklichkeit, sagt der junge Westen in seinen Anfangsjahren. Der junge Westen, ich zitiere weiter, von der Übersetzung bestimmt, dass sich beispielsweise im abstrakten Mäanderband gleichgültig wie in der antiken Plastik die Formklarheit der griechischen Weltschau ausdrückt, vereinigt in seinen Reihen die verschiedenartigsten künstlerischen Temperamente. Diese Künstler einer neuen Generation erscheint der Streit um Kunstrichtung von untergeordneter Bedeutung gegenüber der immer wieder ursprünglich zu stellenden Frage, inwieweit sich in dem einzelnen vorliegenden Kunstwerk echte Wirklichkeit manifestiert. Die letzten 2 Sätze dazu aus dem jungen Westen in seinen Anfangsjahren, wie sie sich selbst definierten. Die individuelle Gestaltungsweise trennt nicht und die größere oder geringere schöpferische Spannkraft scheidet nicht. Es verpflichtet allein die Echtheit des künstlerischen Tuns. Darin sieht der junge Westen eine neue, tragbare Wirklichkeit verbirgt. Was bedeutet das jetzt aus den 50er Jahren, späten 40ern, frühen 50er Jahren für mich und für euch alle? Es gab diesen wunderbaren Moment an der HFBK in Hamburg, als ein Kollege, der dort unterrichtete, durch die Ateliers lief. Und dann schauen wir da so und dann sagt er zu seinen Studierenden: Mann, Leute, alles, was ich hier sehe, das sieht aus wie Kunst. Ihr sollt aber nicht was machen, was aussieht wie Kunst, sondern ihr sollt Kunst machen. Und so simpel und vielleicht, sagen wir erstmal oberflächlich, diese Unterscheidung ist, ich würde schon sagen, dass ihr tatsächlich alle wirklich Kunst macht und nicht nur machen sagt, die aussehen wollen wie Kunst. Und das ist doch schon mal ganz toll. An dieser Stelle übergebe ich mit den Großworten und der Preisverleihung an einmal Christoph Tesche und danach an Dr. Peter Lucke. Ich freue mich sehr, dass wir heute alle hier sein können. Schön, dass ihr alle da seid. Bleiben Sie alle gesund und ich freue mich sehr auf den Jungen Westen 2021 und die vielen anderen Jungen Westen, die hoffentlich wir gemeinsam hier noch feiern können. Herzlichen Dank. Warm ist's. Ich grüße Sie alle ganz herzlich, lieber Dr. Nico Anklam, liebe Jibi Lee, stellvertretend für alle, die bereits begrüßt worden sind und stellvertretend für die vielen, die gekommen sind und, ich sage das mal im positiven Sinne, sich nicht haben abschrecken lassen durch die momentane Situation. Momentan ist gut 20 Monate, weil sie schon und scheint immer noch kein Ende zu nehmen. Sie harren aus,
wir werden unsere Grußworte, lieber Peter, du und ich, natürlich der Situation, denke ich, auch angleichen. Ich freue mich sehr. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich freue mich, dass wir diesen Preis zum 38. Mal verleihen dürfen. Es klang gerade schon an bei Dr. Anklam, der Preis stammt aus dem Jahr 1948 und wird seit 1956 öffentlich ausgeschrieben. Und es ist erlaubt, der Blick zurück, denn was hat diesen Preis ausgemacht? Wie ist er geschaffen worden? Es war die Künstlergruppe Junger Westen, die Künstlergruppe nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es war der erste öffentlich ausgeschriebene Preis, der erste Preis der Bundesrepublik Deutschland, der eine solche und eine höhere Bedeutung hatte in der Kunst- und Kulturszene. Da darf man mit Recht erst einmal auch als Stadt Recklinghausen stolz darauf sein, dass dieser Preis damals ersonnen wurde, eine solche Bedeutung damals hatte und, ja, Dr. Anklam, richtig, es ihn heute auch noch gibt. Wie stellt sich ein Bürgermeister, der sicherlich eine gewisse Affinität zu Kunst und Kultur hat, aber sich nicht als Experte bezeichnen würde, niemals, wie stellt er sich vor, wie das damals gewesen ist, als dieser Preis ausgelobt wurde, als diese Künstlergruppe unterwegs war, auch diese Kunsthalle letztendlich mit initiiert hat, hier in der wir heute alle sind. Der Zweite Weltkrieg war noch nicht lange her. Deutschland, Recklinghausen, lag in Trümmern. Die Menschen waren resigniert. Und trotzdem musste es weitergehen. Trotzdem musste versucht werden, wieder aufzubauen, eine Aufbruchstimmung zu erzeugen. Und so stelle ich mir auch damals das Wirken dieser Gruppe vor. Aufbruchstimmung, das zu verarbeiten, was man erleben musste, das zu verarbeiten, künstlerisch und kulturell, was man Schlimmes hat erfahren müssen, was man künftig besser machen will. Kunst, Kultur schaffen, um daran sich selber entsprechend, ja, auch wieder aufzurichten, aufzustellen und vor allen Dingen den Menschen in der Stadt und im Land und auch darüber hinaus etwas zu geben. Eine Strahlkraft erzeugen. Ich glaube, das hat der Preis Junger Westen über diese vielen Jahrzehnte auch geschafft. Und er hat immer gefördert und gefordert, die Jüngeren, die jungen Künstlerinnen und Künstler, sich mit der Vergangenheit, mit der Gegenwart und mit der Zukunft auseinanderzusetzen. Sie zu interpretieren, ihre eigenen, ureigensten Dinge mit einfließen zu lassen, ihre Talente zum Vorschein bringen zu lassen und dann etwas zu schaffen. Zum Thema der jeweiligen Auslobung des Preises, zu sich über sich selbst und vielleicht auch ein Stück weit eingebunden in die Historie dieses Preises. Den Preis wird es weitergeben, so mutig bin ich. Denn damit darf ich die Brücke auch schlagen von einem Preis, der 1948, wie gesagt, das erste Mal ersonnen wurde und vergeben wurde, bis in die heutige Zeit. Die Brücke heißt Kunst und Kultur in unserer Stadt heute zum Ende des Jahres 2021. Im Jahr 2018, ich meine einstimmig, Holger wäre es gewesen, hat der Rat der Stadt Recklinghausen einen Kulturentwicklungsplan verabschiedet. Ich durfte dazu schon zu anderen Gelegenheiten sprechen. Fest verankert ist der Kunstpreis Junger Westen in diesem Kulturentwicklungsplan. Fest verankert sind viele Dinge, die über die Jahrzehnte in Recklinghausen in der Kunst und Kultur geschaffen worden sind. Und fest verankert ist neben dem Bewahren und Weiterentwickeln Neues zu schaffen. Fest verankert und innewohnend ist der Stadt Recklinghausen, so mutig bin ich jetzt mal, dass ich glaube, dass wir ein gutes Spektrum bieten, einen guten Boden bieten für Künstlerinnen und Künstler aus Recklinghausen, aber insbesondere natürlich auch weit darüber hinaus, sich auf einen Preis, auf einen Wettbewerb zu bewerben und entsprechend daran teilzunehmen, sich einzubringen, sich sicherlich, wenn man sich bewirbt, mit diesem Preis auseinanderzusetzen und dann auch mit dem Ort, wo er verliehen werden soll, auseinanderzusetzen. Und ich glaube, wir haben über die Jahre und Jahrzehnte eine gute Basis geschaffen, dass Künstlerinnen und Künstler hier Bedingungen vorfinden, in denen es ihnen Freude macht und Inspiration gibt, zu schaffen und zu zeigen und uns, das Publikum, die Zuschauerinnen und Zuschauer, mit auf diesen Weg nehmen. Eine Stadtgesellschaft, eine intakte Stadtgesellschaft braucht Kunst und Kultur in allen Facetten und auch
von unterschiedlicher Qualität und Zielrichtung und Ausrichtung, damit man sich damit auseinandersetzen kann, damit man den Spiegel vorgehalten bekommt, damit man daran sich streiten kann, Gemeinsamkeiten feststellen kann, sich freuen kann und am Ende stolz sein darf, einen Preis zu gewinnen, etwas geschaffen zu haben, für etwas zu stehen und zu merken, wie sich andere, für die ich es ja auch geschaffen habe, damit auseinandersetzen, ihre eigene Bewertung vornehmen, einen eigenen Abgleich schaffen, aber immer als Gewinn für das Ganze. 483 Arbeiten sind eingegangen. Allein das zeigt, wie lebendig dieser Preis, dieser Kunstpreis Junger Westen ist und wie jung er geblieben ist und sich immer wieder durch Adaption in dem gesellschaftlichen Wandel über die Jahrzehnte, denke ich, auch angepasst und weiterentwickelt hat. Sie haben die Folge eben gesagt, Herr Dr. Anklam, 16 Künstlerinnen und Künstler, und ich darf das auch nochmal von hier tun, ich darf Sie alle ganz besonders herzlich begrüßen, die den Weg heute nach Recklinghausen geschafft haben. 16 Künstlerinnen und Künstler stellen ihre Werke aus und ja, und auch eine Neuerung, Sie haben es gerade gar nicht erwähnt, Dr. Anklam erstmals als Kurator, das hat er erwähnt, hat fortan die oberste Etage immer dem Preisträger, in diesem Fall der Preisträgerin, alleine gewidmet, und ich durfte ja in einem Pressegespräch schon daran teilhaben. Damit möchte ich auch schließen. Sie haben mich unheimlich beeindruckt, Frau Lee, wenn ich das so sagen darf. Sie sind, wie ich fand, sehr interessiert von einem Vertreter der Zeitung gefragt worden, was das ausmacht, was Sie da machen, wie Sie dazu gekommen sind. Und Sie haben zwei Begriffe einfließen lassen, Spuren und Abdrücke. Und haben daran erklärt, so ein bisschen Ihre eigene Biografie. Und auch, was es bedeutet, was wir oben sehen dürfen, wo da die Spuren sind, die Abdrücke sind. Spuren, die wir in unser aller Leben hinterlassen, ganz individuell. Mal blasser, mal ausgetretener, mal deutlicher zu sehen, zu spüren. Spuren, die einem einen Weg zeigen. Spuren, die man neu legt. Abdrücke, die man hinterlässt. So wie Sie als Preisträgerin unauslöschlich in der Geschichte des Kunstpreises Junger Westen. Ich bin sicher, Sie sind stolz darauf und das dürfen Sie auch. Und wir sind stolz mit Ihnen und den insgesamt 16 Künstlerinnen und Künstlern, dass Sie uns die Ehre erwiesen haben, sich einzubringen in diesen Wettbewerb, teilzunehmen und uns Dinge zu zeigen. Das ist eine Bestätigung für Sie, für die Künstlerinnen und Künstler und eine Aufforderung für uns, nämlich sich damit entsprechend zu beschäftigen und auseinanderzusetzen, damit der Standort Recklinghausen, Kunst und Kultur in dieser Stadt sich entsprechend weiterentwickelt, weiter Spuren hinterlässt, weiter Abdrücke setzt. So habe ich ein wenig auch den Kunstpreis und Ihre Arbeiten verstanden. Herzlichen Glückwunsch Ihnen, schön, dass Sie alle gekommen sind. Einen schönen Abend uns noch. Sehr geehrter Herr Dr. Anklam, lieber Bürgermeister Tesche, liebe Jivi Lee, sehr geehrte Damen und Herren. Ein zweites Grußwort zu sprechen ist immer äußerst schwierig, weil man es hin und her gerissen. In Vorbereitung des heutigen Abends hat man mir erlaubt, dass ich 90 Minuten Zeit hätte für mein Grußwort. Auf der anderen Seite ist mir sehr wohl bewusst, dass ich der Einzige bin, der der Preisverleihung noch im Weg steht. So gesehen freue ich mich aber, dass ich das erstmalig nicht nur Sie hier heute begrüßen darf, sondern die Gelegenheit habe, heute zu Ihnen zu sprechen. Mein Kollege Michael Schulte, der Ihnen sicherlich allen bekannt ist, die sich mit der Kunstszene Recklinghausen intensiver beschäftigt, ist leider heute verhindert und das ist ihm sehr arg, weil er den 38. Kunstpreis Junger Westen heute gerne begleitet hätte, aber zeitlich anders gebunden ist. Kultur und Kulturentwicklung sind, glaube ich, ohne Künstler und ihre Werke nicht vorstellbar. Kunst dient der geistigen Auseinandersetzung in der Stadtgesellschaft, aber auch mit der Gegenwart und stößt aus meiner Sicht wichtige Diskussionen in der Gesellschaft an. Kunst schafft Raum für Begegnungen wie heute. Und deswegen war es auch wichtig, glaube ich, dass wir uns heute hier versammelt haben. Ein Ort
wie die Kunsthalle ist auch immer ein Ort der Stille und des Gesprächs, des Schweigens, aber auch der Umtriebigkeit. Ein Ort für Dialog und Kommunikation. Manchmal kann auch eine Sparkassenfiliale ein solcher Ort sein, aber in der Regel geht es da nicht um Kunst. Die Sparkasse Fest und ihre Stiftung für Kunst und Kultur, die diesen Preis fördert, setzt alles daran, ihre Aktivitäten in diesen Zeiten zu verstärken und moderner und zeitgenössischer Kunst einen ausreichenden Raum für die ganze Entfaltung zu bieten. Die Förderung von Kunst und Kultur ist essentieller Bestandteil der Sparkasse. Wir glauben, dass man sie auch in schwierigen Zeiten nicht voneinander trennen kann. Die kontinuierlich gute Kulturpartnerschaft, die wir pflegen mit der Kunsthalle Recklinghausen, aber natürlich auch mit dem Kunstpreis Junger Westen, inzwischen seit 1991, also damit seit 30 Jahren, ist für uns wichtig. Und wir setzen alles dran, auch weiter ihr Hauptsponsor zu bleiben. Das kann ich schon heute versprechen. Wir verfolgen natürlich nicht nur das Ziel mit unserem Engagement, einen solchen wichtigen Preis im Westen Deutschlands zu halten und zu sichern. Wir möchten natürlich auch, dass Künstlerinnen und Künstler die Gelegenheit haben, sich weiterzuentwickeln. Und gerade in Zeiten kommunaler Haushaltskassen und unsere gesamte Region ist davon ja nach wie vor betroffen, gibt es einen wirklichen Grund, solche Projekte zu unterstützen. Auch weil wir dieser Region tief verbunden sind. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Teil der Lebensgemeinschaft dieser Region. Wir fördern aber natürlich nicht nur den Kunstpreis Junger Westen, sondern wir engagieren uns in sehr vielfältiger Weise für Kunst, Kultur. Und da möchte ich auch den gesamten musikalischen Bereich, unter anderem die Neue Philharmonie Westfalen insbesondere, einbeziehen. Wie ich erwähnte, hat es was mit Identifikation des Gemeinwesens zu tun. Ich glaube, Christoph Tescher hat das sehr anschaulich Ihnen dargebracht, wie wichtig Kunst und Kultur für das Allgemeinwesen sind und wie wichtig das ist, in eine liebens- und lebenswerte Stadt zu kommen. Und das gilt allgemeinhin, zumindest auch in meinem Beruf, als ganz weicher und wichtiger Standortfaktor. Allein die heutige Ausstellung zeigt, wie wertvoll eine solche Ausstellung für Recklinghausen ist und welche Strahlkraft aus meiner Sicht von dieser Ausstellung ausgeht. Sie ist, und das kann man nicht nur hier im Raum erkennen an der Kunst, sondern auch an ihrer Teilnahme am heutigen Abend, ein Zeichen für Mut, für Lebendigkeit, für Kraft und Solidarität. Ich bin sehr beeindruckt von der Vielfalt, und ich kann mich Christoph Tesche nur anschließen, von den vielen, vielen Werken. Und deswegen kann ich auch nur herzlichen Glückwunsch sagen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass sie sich auf den Weg gemacht haben, um an dieser Ausstellung teilzunehmen. Mein ganz besonderer Glückwunsch gilt natürlich der Preisträgerin Givi Lee. Ich möchte aber nicht nur den Teilnehmerinnen und Teilnehmern danken, sondern auch den vielen Menschen, die man leicht vergisst, die nämlich die Macher dieser Ausstellung sind, die Tag für Tag auf einen solchen Tag wie heute hingearbeitet haben, ihr Herzblut reingesteckt haben und die wir heute mit unserer Präsenz hier dementsprechend auch belohnen. Und wenn Sie mal klatschen wollen zwischendurch, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Als Laie fällt mir die Interpretation der vielfältigen Werke, die an der Wand hängen, nicht leicht. Denn jedes Werk hat aus meiner Sicht eine ganz und gar eigene Geschichte. Eine Geschichte, die naturgemäß auf jeden von uns anders wirkt. Während wir diese Geschichte in uns aufnehmen, bereichern wir uns meines Erachtens selbst. Jeder nach seinem Mögen und Vermögen. Da mein künstlerisches Mögen sehr stark ausgeprägt ist, mein Vermögen aber ganz gering, halte ich es mit Goethe, der einmal gesagt hat, die Kunst ist eine Vermittlerin des Unaussprechlichen. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Ich hoffe, Sie führen dennoch schöne Gespräche. Ich würde mich immer freuen, Sie in diesem Rahmen in 2 Jahren wiederzutreffen und wenn Sie dazwischen mal Zeit haben, in einer unserer Geschäftsstellen. Vielen Dank. Ich habe jetzt nur eine hier liegen. Ich glaube, wir müssen 2 haben, ne, Frau Weber? Oder überreichen wir beide eine? Ob es das Geld stimmt.
Ich muss sie ja jetzt auflassen, weil wenn wir jetzt in Kontakt treten, ja, dann will ich das gerne mal machen. Und zwar kriegen Sie, das wird nicht das Wichtigste für Sie sein, so wie ich Sie kennengelernt habe, aber sicherlich wichtig ist, einen Scheck überreicht. Aber ich glaube, mit der Urkunde, die wir beide Ihnen übergeben können, wird zum Ausdruck gebracht, um was es sich handelt und wie wichtig das vielleicht auch für weiteres künstlerisches Schaffen und für Ihre Karriere ist. Urkunde, der Kunstpreis Junger Westen, den die Stadt Recklinghausen im Jahre 1948 zur Förderung junger Kunst gestiftet hat und der im Jahre 2021 für Zeichnung, Grafik und Fotografie ausgeschrieben wurde, wird auf Vorschlag der Jury Frau Juvie Lee zuerkannt. Rat und Verwaltung der Stadt Recklinghausen gratulieren der Preisträgerin und wünschen, schließt die Sparkasse aber mit ein, ihr für das weitere Schaffen viel Erfolg. Und jetzt dürfen Sie wirklich auch nochmal alle ganz herzlich gratulieren. Ich bin zu klein. Ich möchte noch ein kurzes Wort, ein Dankeschön sagen, wirklich von tiefstem Herzen. Eigentlich muss man das gar nicht sagen, weil Sie sich wahrscheinlich alle vorstellen können, wie unglaublich geehrt und dankbar ich bin, hier heute Abend in Recklinghausen sein zu dürfen für den Jungen Westen. Trotzdem möchte ich noch einmal kurz mich bei der Stadt Recklinghausen bedanken, bei der Sparkasse und natürlich bei der ganzen Jury und der Kunsthalle Recklinghausen und natürlich auch den ganzen Art-Handling-Techniker-Leuten, die wirklich im Hintergrund eigentlich genau bis zum letzten Ende alles möglich machen, dass alles hängt und dass die Kunst so aussieht, wie sie aussieht. Das lag mir sehr am Herzen. Und vielen, vielen Dank an die anderen Künstler, dass sie, dass wir heute Abend so eine schöne Ausstellung in den über die drei Etagen verwirklichen konnten. Vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir bleiben noch zwei Dinge zu tun. Einmal bedanke ich mich bei meinem ganzen Team. Tibi hat es gerade schon angesprochen, all das wäre hier nicht möglich, wenn nicht so viele Kräfte damit dran wirken würden, dass das hier alles so aussehen kann, wie es aussieht. Und teilweise auch über die Stunden hinaus, die eigentlich beantragt wurden. Und da sind manchmal auch Wochenendzeiten dabei, wo jemand eigentlich schon was anderes mit der Familie geplant hat. Insofern danke ich allen bei uns am Haus, dem gesamten Team der Kunsthalle, von der wissenschaftlichen Mitarbeit bis zur Technik, dass wir hier heute sein können. Die letzten zwei Jahre haben ganz neue Möglichkeiten geschaffen. Lydia Korndörfer, die Leiterin, künstlerische Leiterin des Kunstvereins Arnsberg, die mit Juvie Lee schon sehr viel und sehr früh zusammengearbeitet hatte und zu einem gewissen Grad, über die ich auch teilweise eigentlich Juvie Lees Werke habe in Ausstellungen das erste Mal auch sehen können, spricht heute die Laudatio und sie hat sie schon gesprochen und sie ist da auf Wartepause geschaltet, zu meiner Linken, ihrer Rechten. Insofern lade ich Sie jetzt ein zur Laudatio auf die Preisträgerin Juvie Lee des Jungen Westens 2021, der künstlerischen Leiterin des Kunstvereins Arnsberg, Lydia Korndörfer, zuzusehen und zuzuhören. Und ich danke hier dann schon an dieser Stelle für den wunderbaren Abend. Juvie Lee, herzlichen Glückwunsch. Schön, dass wir alle hier sein können. Auf ganz bald. Liebe Juvie, lieber Nico, liebe Besucherinnen und Besucher, ich freue mich sehr, dass ich heute Abend mit persönlichen Worten in die Arbeit von dir, Juvie Lee, einführen und dir damit sehr herzlich zu diesem Kunstpreis gratulieren darf.
Natürlich hätte ich diese Worte auch sehr viel lieber persönlich an dich und euch gerichtet und vor Ort ausgesprochen. Aber tatsächlich führt uns die aktuelle Situation, eine Realität nämlich, in der sich Namen, Erlaubtes und Gebotenes ständig ändern, eigentlich unmittelbar zu dem biografischen Hintergrund, der deine Arbeiten, Jivi, bis heute maßgeblich prägt. Seit deiner Kindheit hast du durch den steten Wechsel zwischen Kontinenten, Kulturkreisen und insbesondere zwischen deinen Heimatländern Südkorea und Deutschland genau das erfahren. Ich sage hier bewusst Heimatländer, weil es zumindest für mich so scheint, als ob dich beide Kulturen gleichermaßen geprägt haben. Deine Familie lebt zum Großteil in Südkorea. Deine frühe Kindheit habt ihr in Berlin verbracht, deine frühe Schulzeit in Seoul, deine späte im Schwarzwald. Das Studium hat dich dann nach Berlin gezogen, wo sich auch bis heute dein Lebensmittelpunkt befindet. Und es war dort in der Universität der Künste, wo auch wir beiden uns dann vor 8 Jahren kurz vor deinem Meisterschülerabschluss kennengelernt haben. Seitdem verbinden uns nicht nur viele gemeinsame Projekte, auf die ich sehr gerne zurückschaue, sondern glücklicherweise auch eine langjährige und sehr wertvolle Freundschaft. Seit 2014 habe ich also dein Schaffen aus nächster Nähe begleiten dürfen und bin nach wie vor sehr beeindruckt davon, wie vollkommen unbeirrt du vorangehst. Nach deinem Studium waren deine Arbeiten bald auch im institutionellen Rahmen zu sehen. Sie wurden unter anderem im Kunstmuseum Stuttgart, dem Kunstverein Hamburg, dem Hamburger Bahnhof in Berlin, der Villa Romana in Florenz, dem Jorge Rando Museum in Malaga, dem Kunstraum Kreuzberg-Bethanien in Berlin und im Rahmen der letzten Ausgabe der Ruhrfestspiele am oder besser gesagt im Silbersee gezeigt. Du wurdest bereits mit mehreren Preisen und Stipendien ausgezeichnet, darunter unter anderem das Dorothea-Konwiaz-Stipendium, einem Stipendium der Zhongguan Foundation, dem renommierten Villa Romana-Preis, einem Stipendium der Josef und Annie Albers Foundation in Senegal, dem Stipendium der Stiftung Kunstfonds und nun dem Kunstpreis Junger Westen, zu dem ich dir noch einmal sehr herzlich gratulieren möchte. Doch zurück zu deinen Arbeiten. Deine persönliche Geschichte zeigt, dass du dich schon als Kind in verschiedene soziale und kulturelle Kontexte eingesehen und eingelebt hast. Von dieser früh erlernten, geschärften Wahrnehmung und präzisen Beobachtungsgabe zeugen deine Arbeiten bis heute. Immer wieder sind es kleine Indizien, Spuren oder bestimmte Materialien, die stellvertretend einen größeren Kontext abbilden. Auf abstrakter und konzeptueller Ebene werden in deinen Arbeiten individuelle, gesellschaftliche, politische und ökologische Geschichten verhandelt. Ausgangspunkt bildet dabei oft das künstlerische Material. So arbeitest du in deinen formal reduzierten Werken das narrative Potenzial und den symbolischen Gehalt von beispielsweise Linoleum, Salz, Kohle, Asche oder Seife heraus. In deinen Werken werden sie zu Bedeutungs- und Bildträgern, die zeichenhaft auf Vergangenes hinweisen. Die Geschichte wird jedoch nie auserzählt. Vielmehr lassen sich deine Arbeiten immer wieder als Momentaufnahmen, als Stills oder Zeitkapseln verstehen. Eingebunden in deine minimalistische Formensprache und akkurate Arbeitsweise erscheint der ursprünglich oft emotionale Hintergrund ein wenig neutralisiert. Du erhebst keinen Zeigefinger, du belehrst nicht, du forderst keine Tränen. Die Betrachtenden sind frei. Sie können selbst entscheiden, wie sehr sie sich mit Leib und Seele auf die Geschichte deiner Werke einlassen. Der flüchtige Blick erfasst jedoch nur ihre Oberfläche. Wer länger verweilt, wird das, was nicht mehr zu sehen ist, entdecken können. Das lässt sich ganz maßgeblich auch in der Ausstellung in der Kunsthalle Recklinghausen ablesen. Was hier zunächst wirkt wie abstrakte Malerei, lässt sich vielmehr als Bodenzeichnung verstehen. Fundament 2 entsteht 2014 als eine der konzeptuell wohl am überzeugendsten Meisterschülerarbeiten, die ich kenne. Du hast Ausschnitte aus dem Linoleumboden an deinem Arbeitsplatz in der Universität der Künste herausgeschnitten und gerahmt. Die Spuren deines beinahe gesamten Studiums verdichten sich hier zu einer Komposition. Mit ungewöhnlichen Mitteln näherst du dich dabei auch dem fotografischen Prozess, in dem du nämlich diese Momentaufnahme schaffst, die Spuren auf dem Boden als bildwürdig erklärst und in einen ausgewählten Ausschnitt festsetzt, ohne etwas hinzuzufügen. Auch die Arbeiten der Werkserie Past Tense, mit der du 2016 begonnen hast, folgen dieser Logik
Zu sehen sind Fragmente aus den Böden traditioneller koreanischer Häuser, die mit Hanji-Papier ausgekleidet wurden. Die Herstellung dieses Papiers hat jahrtausendealte Tradition. Das handgeschöpfte Material wird in Korea schließlich weitaus vielfältiger verwendet, als man es in Europa gewohnt ist, so etwa zur Verkleidung von Türen, Fenstern, Möbeln, Fußböden oder Wänden. Es ist also ein architektonischer Bestandteil. Das Raster in deinen Bildern, das an Mondrian erinnern mag, verrät, dass die einzelnen handgeschöpften Bögen nur in begrenzter Größe hergestellt werden können und dann entsprechend verbunden werden müssen. Auch diesen Bodenbildern ist schließlich Leben eingeschrieben, denn der Einfluss des Menschen, das Licht und die Zeit haben ihr Übriges getan. Noch näher greift hier der Vergleich zur fotografischen Praxis, denn das Papier erweist sich als lichtempfindlich. Die Verfärbungen lassen noch erahnen, wo der Boden bedeckt war, sich vielleicht Eingänge oder Öffnungen befanden. Es handelt sich also tatsächlich gewissermaßen um Lichtzeichnungen, also im Wortsinn Fotografien. Zentral im Raum schweben schließlich Arbeiten der Serie Palimpsest, die in Recklinghausen erstmals zu sehen sind. Auch hierbei handelt es sich um einen Papierfußboden, der aus dem Atelierhaus des koreanischen Philosophen Chi-Won Choi abgelöst wurde. Was mit Past Tense begonnen wurde, wird hier umso deutlicher. Es passiert selten, dass die Böden, wie hier zu sehen, in einem Stück herausgelöst werden können, sodass sie wie maßstabsgetreue Grundrisse oder Schnittmuster der einzelnen Zimmer des Hauses vor uns schweben. In den Ecken lassen sich teilweise noch die Einsparungen für die Holzpfeiler erkennen, wie sie in der traditionellen koreanischen Bauweise zum Einsatz kommen. Hier also eine kurze Beschreibung zu den Arbeiten in der Ausstellung. Liebe Chibi, du gibst den Betrachtenden hier eine stille Einladung, mit dir auf Reisen zu gehen, die Welt haptisch zu begreifen, den Blick eben nicht nur nach vorn, sondern auch nach unten zu richten, den Boden lesen zu lernen. Und ich kann Sie alle nur sehr dazu ermutigen, dieser Einladung zu folgen. Und dir, liebe Chibi, wünsche ich, dass das Feuer, das dich bis hierher so vorangetrieben hat, nicht erlischt, dass die Unbedingtheit, mit der du deine Arbeit vorantreibst, seitdem wir uns kennen, dich auch weiterhin trägt. Und ich bin mir sehr sicher und ich freue mich auch schon sehr darauf, dass wir auch in Zukunft von dir hören werden. Ich wünsche Ihnen und allen eine schöne Eröffnung und bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Mein Name ist Nico Anklam, der Leiter der Kunsthalle Recklinghausen. Herzlich willkommen zum Kunstpreis Junger Westen 2021. Wir beginnen unseren Rundgang mit Joanna Tuzarova im Erdgeschoss. Eine ganz wunderbare installative Arbeit, die etwas mit Börsenkursen und Zeichnungen zu tun hat auf ihren Kacheln. Und wir beginnen auch mit Donja Nasiri direkt am Eingang, die auf eine hybride Figur schaut, die zwischengeschlechtlich ist und in verschiedenen Formen von ihr in diesen fotografischen Arbeiten verarbeitet wird. Wladimir Unkovic wiederum setzt sich mit der McCarthy-Zeit in den USA auseinander, in denen wir sehen können, wie Kommunistenverfolgung in Los Angeles Amerikas geschehen ist und die sich hier in seinen sehr subtilen Fotografien architektonisch, wie zum Beispiel hier links mit dem Bert-Brecht-Haus, niedergeschlagen haben. Wladimir Unkovics Reihe schließt diese Wand im Erdgeschoss ab und geht dann über zu der Wand von Jonas Habrich, der an ganz großformatigen Abzügen hier die Reise und den Versuch des Reisens in der Provinz inszeniert, aber gleichzeitig auch in diesen großformatigen Arbeiten doch wie Visitenkarten oder Erinnerungsfotos gepinnt an einer Wand aussehen, aber eben in einem viel größeren Kontext. Ann-Josephine Dietz zeigt zwei fotografische Serien, die beide Male sie selbst inszenieren. Einmal hier in einer Porträtstudio-Fotografie-Situation, wo sie uns die Inkredenzen eines Apfelkuchens zeigt und hier in dieser wunderbaren Reihe in einer Uniform im biblischen Land sowohl das Wilhelm Tell-Motiv als aber auch den Granatapfel als urbiblische Frucht mit inszeniert. Marilena Rapprich, die Sie hier sehen, macht eine tatsächliche Aufzeichnung des Zeichnens,
Also wir hören und sehen, wie eine Linie sich im Raum bildet. Und zwar hören wir dabei sie selbst zeichnen, sehen das als Strich und Linie im Raum wiederum auf Tape. Cordula Fieri ist im Mittelgeschoss zu sehen, die in ihrer Serie I Art Handle You die typischen Sachen und Dinge und Objekte des Kunsttransports auf auch ein bisschen ironische Weise inszeniert. Und oben geht es mit Morgan Schäfer weiter, die ganz wunderbare Fotografien zeigt, in denen hier zum Beispiel ein iPhone zu sehen ist, das wiederum eine Fotografie abfotografiert, die dann wiederum insgesamt abfotografiert wird. Also ganz verschiedene Ebenen und Zeitlichkeiten da drin. Rahel Götsch in ihren großformatigen Zeichnungen zeigt uns hier einen Tennisplatz oder hier dann in ihrer Looping Series wunderbare große Bewegungen im Raum mit vielen Zahlen versehen, die sich nicht immer auf den ersten Blick erschließen und vielleicht sollen auch einige Sachen da ungelöst bleiben. Isabel Schulte zeigt in ihrer sehr, sehr großformatigen Zeichnung ganze verschiedene Welten, die, würde ich vorschlagen, auch sehr an Notationen zu einem gewissen Grad erinnern, aber gleichzeitig auch ganz topografisch daherkommen. Berit Schneidereit zeigt mit zwei Arbeiten das Sehen und das Verdecken hier mit diesen großformatigen Abzügen gehängt, die auch nach fast Probeabzügen aussehen einer Landschaft und dann dahinter diese wunderbare kleinformatigere Arbeit, die von weitem eine Landschaft hinter einer visuellen Absperrung vermuten lässt und beim Rankommen sieht man die einzelne Struktur dieser Trennwände. Yui Tombana verweigert auch bis zu einem gewissen Grad einen Blick auf ihre 1000 Postkartengroßen Malereien auf kariertem Papier und inszeniert aber einige davon auch für uns dann wiederum an der Wand, sodass wir in sie reingucken können. Damaris Kerkhoff ist sogar schon zum wiederholten Mal ausgewählt worden, beim Jungen Westen dabei zu sein, hier mit diesen ganz sympathischen Filzstiftarbeiten, die fast skulptural daherkommen. Und Philipp Valenta schließlich zeigt hier die wichtigen Teile der Dokumente in einem roten Strich nur in der Abstraktion für uns in den verschiedenen Aktenordnern. Nico Pachali ist ein, wenn Sie so wollen, zeichnender Bildhauer, der hier seine Arbeiten auftürmt. Im Obergeschoss kommen wir dann nun zu der Preisträgerin Jibi Lee, die ganz elegant und ganz berechtigt als Preisträgerin hier mit einem drei verschiedenen Werken die oberste Etage bespielt. Die graue Arbeit zeigt ihre Abschlussarbeit von der ODK in Berlin, wo sie ein Stück ihres Atelierbodens, also die Schichten und Schichten der Dekaden von Farbe, die sich da übereinander gelegt haben, herausgelöst hat und nun als ein Wandbild inszeniert. Geht dann über zu der Serie Past Tense, die Sie hier sehen, zweiteilig, mit der sie sich auch beworben hatte, die den traditionellen Boden in koreanischen Häusern aufgreift und die dann wiederum in dieser Serie der ganz neuen Palimpsest-Serie, die für uns zum ersten Mal hier produziert und gezeigt wird, alles zusammenfasst. Eine wunderbare Schau der Junge Westen 2021.